Res. Also ich muss sagen, irgendwie zuzugeben, dass du Unrecht hattest, ist schon sehr viel zu schwer. Gebe ich dir einfach mal so an der Stelle bisher recht. So dann. Ja, ich mache ja durchgehend so krasse Montagen und so, ne? Res? Deine letzten drei Videos waren ja Montagen. Die eine Montage waren einfach nur aus dem anderen Video drei, vier Szenen, die zusammengecuttet wurden. Und noch ein Text ge drunter gelegt wurde, wo du Werbung für ein anderes Video von dir machst. Wow. Also wenn ich jetzt eine Szene nehme, einen Cut setze und Musik drunter lege und sage, jo, schaut euch mal bitte mein Video an, dann ist es ab sofort eine Montage. Das ist gut zu wissen schon mal. Dann damit wurde nämlich, wenn ich irgendwann eine Montage machen möchte, mir gerade viel Arbeit abgenommen. Dann. Also by the way, für die Montage würde ich sagen, maximal 10 Minuten Arbeitszeit im Schneideprogramm. Aber tendenziell eher weniger. Dann, nächster Punkt. Deine Montagen bestehen aus teilweise viel Text. Also, und vor allen Dingen einfach nur aus der Replay-Mod abgefilmt, ins Schneideprogramm eingefügt. Ich glaube nicht, dass du ein komplettes Dings aus dem Replay-Mod abfilmst, ein komplettes Match, sondern einfach die Clips kurz raussuchst, ins Schneideprogramm eingefügt, Musik drunter gelegt. Ich würde sagen, im Schneideprogramm 15, 20 Minuten, wenn es hochkommt. Dann deine dritte Montage. Die steht erstmal draus, dass du eine Minute lang laberst und sagst, du weißt nicht, wie ein Battle Pass funktioniert. Dann kommt da irgendwas, das wollen wir doch gar nicht, mach mal was anderes. Und dann, okay, jetzt mache ich was anderes. Und dann sind es einfach Stream-Szenen. Du hast nicht mal das Overlay ausgemacht für die Aufnahme. Dann sind es einfach Stream-Szenen, die du so eins zu eins aus dem Stream rausgenommen hast. Und dann hast du einfach Musik drüber gelegt. Das sind. Ich kenne mich jetzt nicht mit Fortnite aus, inwiefern die gameplay-technisch krass sind, aber das war nix krasses. Eine Montage ist eigentlich, du machst da Videoeffekte drauf, wenn irgendwas hast. Du machst da Übergänge drauf oder sonst was. Aber es ist nicht. Wenn du ein Overlay anmachst und aufnimmst und da Musik drüber legst, ist es keine Montage. Beziehungsweise sagen wir erstmal so, für den Fall, dass ich eine Montage mache, ist damit eine Montage einfacher geworden. Aber ich gehe jede Wette ein, hätte ich eine Montage gemacht, wo ich einen Stream-Clip nehme und wo hätte ich hätte ich das als Montage verkauft? Ich nehme einen Stream-Clip und mache dann im Grunde genommen gar nichts damit. Also ich leg Musik drüber, wow. Du hättest mich wahrscheinlich gefrontet und deine krasse Community wieder auf mich losgehetzt, wie du es ja sonst auch so gerne machst. Ich meine, wenn das dein einziges Mittel ist, deine Community auf mich loszujagen, von mir aus. So. Das wäre es dann meinerseits. Du hast wahrscheinlich wieder irgendein Argument, dass du für die Montagen 38 Stunden gebraucht hast, weil dein Schneideprogramm einmal abgeschmiert ist, als du 0 Sekunden Arbeitszeit schon drin hattest, weil du es nicht hinbekommst, abzuspeichern. Ich bin drauf gespannt. Oder du hättest deine Community wieder auf den Hals, wie gesagt, ne? Das wären die zwei einzigen Möglichkeiten. Amen.